Guten Morgen Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Hauptkanal hier bei Mehmet OE. Ich hatte euch letzte Woche doch gesagt, ich bin unterwegs hier in Hagen heute und nächste Woche bin ich dann in Wuppertal. Ich versuche mal alles hier aufzunehmen, was es hier so gibt. Ihr könnt schon mal einen Einblick haben. Hier bin ich gerade beim Zopp und was ich da gleich alles entdecken werde, das seht ihr nach dem Intro, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. Also hier den Busbahnhof, den kenne ich noch von meinen Reisebuszeiten. Wenn ich hier mal gefahren bin, dann habe ich hier vorne die Leute eingeladen und auch ausgeladen. Wir gehen gleich mal näher dran und schauen uns mal an, was für Busse hier so rumfahren. Der erste, der kommt mir da gerade schon entgegen, das ist ein Hybridbus. Schaut euch den mal an. Die Fahrer, die werden mich wohl ein paar erkennen, sage ich mal. Ein Citaro Hybrid habe ich auch nicht gesehen. Aha, das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Andere Städte, andere Busse, was hier so rumfährt, andere Lackierungen, andere Werbungen und so zu sehen. So, wir tasten uns mal ran. Heute ist zwar Sonntag, mal gucken, was für Busse gleich noch kommen. Also wenn ihr in Hagen seid, braucht ihr nicht verhungern. Döner gibt es hier genug, Akdeniskeber, Dönerhaus und Getränke natürlich auch. So, jetzt warten wir mal ab, dass wir hier rüber können. Aber so an für sich ein sehr, sehr schöner Bahnhof. Hinten ist auch schon McDonald's zu sehen, aber noch keine Busse. Das ist immer der Nachteil, wenn man sonntags in so eine Stadt kommt, wo eigentlich viel Verkehr sein soll. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, wenn ihr im Navi Berliner Platz angibt, Nummer 2 könnt ihr ruhig auch angeben, ist direkt hier beim Jobcenter. Hier ist dann für die Reisebusse, die können dann hier ein- und ausladen und hinten wieder rausfahren. So, da hinten ist schon mal der erste Bus, da kommt noch einer. Wir gehen natürlich mal näher dran, um zu sehen, was das für Busse sind. Die Sonne blendet zwar, aber ich kann erkennen, dass das ein Solaris, glaube ich, ist. Ja, Solaris Gelenkbus. Wir bringen sie in Fahrt. Okay, dann mach das mal. Schöne Lackierung übrigens. Straßenbahnhagen.de. Aha. Die haben hier also grün und weiß. Nicht schlecht. Mal gucken, vielleicht können wir den Sound so ein bisschen mitnehmen hier von dem. Ja, schön leise und da fährt er dann raus und setzt seine Linie weiter. Schienenersatzverkehr, Hagener Bahnhof, okay, auch nicht schlecht. In der Zeit kommt der nächste hier schon. Das ist Lion City MAN und auf der Seite, jetzt geht's aber los. Das scheint aber so ein privater Unternehmer zu sein, der ist ganz in weiß. Bestimmt auch so ein, aber ja, BVR für die Deutsche Bahn, Ennepetal, okay. Die Informationstafeln sind auch sehr schön angebracht hier, die ganzen Linien, Fahrpläne, An- und Abfahrtzeiten, Fahrziele und Preise. Der Netzplan, alles hier, kann man eigentlich sich gar nicht verlaufen. Genauso wie die Anzeigetafeln. In 6 Minuten kommt gleich noch ein Bus. Es gilt die 3G-Regel, inklusive Nachweise sogar in den ganzen Bussen. Okay, hier haben wir auch so einen schönen Bus. Vielleicht könnt ihr das sehen, ich zoome das mal so ein bisschen nah, da oben die zwei Dinger. Das ist für Verkehrsampeln oder beziehungsweise wenn er an so Hotpoints vorbei fährt, dass man weiß, wie
spät oder wie viel Verspätung der hat und sowas alles. Ja, das ist hier noch der andere, den wir vorhin schon gesehen haben. Der hat das nicht da oben, der hat das da oben verdeckt. Aber der Citaro von vorhin, der hat das noch gehabt. Wunderbar. Weil wir eben halt Sonntag haben, ist nicht allzu viel los. Da hinten kommt einer, aber was ich so gesehen habe, viel Solaris. Hier wieder so ein Urbino 18. Oh, da ist aber einer hier mit der bekannten Lackierung hier. Was sagt ihr? Köhl-Lackierung oder so. Ja, Hagener Straßenbahn AG. Okay. Schön leise. Der hat aber auch hier schon ein paar Macken. Das bleibt wohl sehr wahrscheinlich nicht aus. Ja, auch ein Citaro Hybridbus. Auch nicht schlecht. Ja, das ist im Moment das, was ich vor der Linse bekommen habe. Vor dem schönen Bahnhof, der ist dahinter. Da gehen wir gleich auch nochmal hin. Ja, ich warte noch ein paar Minütchen, ob noch was kommt. Und dann können wir auch schon weiterfahren. So Leute, das hier ist der Berliner Platz, wie gesagt, hier in Hagen. Das ist der Hauptbahnhof, wirklich sehr schön. Als ob das früher mal so eine Kirche war oder so. Und ansonsten, ja, nicht viel los auf einen Sonntag. Ich nehme noch mal ein, zwei Busse hier mit. Und dann haben wir Hagen, können wir abschließen. Der Kollege hier, der hat sich hier so hingestellt, der hätte eigentlich bis hier vorne, da ist ein Strich vorne, könnt ihr sehen, vorfahren sollen, können, müssen, damit der hintere hier Platz hat. Der will nämlich auch hier seine Pause machen. Jawohl. Jetzt hat er Platz. Ein sehr schöner Urbino. Ich weiß, ich kann mich mit diesen Bussen irgendwie nicht anfreunden. Ja. Sehen irgendwie komisch aus, aber wie die zu fahren sind, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Fahrer hier drauf sind, wenn man denen fragt, ob man mal reingehen kann und filmen kann und so. Mache ich aber auch ganz ungern. Aber wenn ihr Busfahrer seid, könnt ihr natürlich mir schreiben oder mich einladen, dann komme ich auch gerne mal zu euch in den Bus. Jawohl. Das ist auch sehr schön. Hier in alle Richtungen und so kann man dann richtig gucken. Ja, da kommt der eine, der gerade Pause gemacht hatte, hier vorbei und setzt wohl jetzt seine Linie gleich ein. Und der Kollege, der macht dann noch Pause. Ja, so sieht es hier aus. So, hier haben wir noch einen schönen Citaro Hybrid. Also Hybrid fahren die wohl hier gerne. Ist jetzt schon der vierte oder fünfte, den ich gesehen habe. Und hier der andere Citaro, auch sehr wahrscheinlich ein Hybrid, oder? Der hört sich anders an, mal gucken. Ja, das ist ein ganz normaler. Ja, das hört man. Und der ist in Weiß. Wie ihr sehen könnt, fahren hier sehr wahrscheinlich auch verschiedene Unternehmen. Der eine hat Weiß, der eine hat Grün-Weiß, der eine hat Grün-Rot und sowas alles. Auch ein Mischmasch. Und hinten sehe ich, da kommt noch so ein Gelenk. Ich gehe mal auf die Seite, da können wir den auch noch mitnehmen. Aber ansonsten denke ich mal, haben wir genug Solarisse gesehen. Der hält aber jetzt da hinten an. Okay, gut, damit verabschieden wir uns hier aus Hagen. Also hier vorne ist der Reise- und Linienbusse, die können hier 30 Minuten nur halten. Hier könnte man die Leute, deswegen ist auch alles gestrichelt hier, aber da hält sich eh keiner dran. Habe ich schon so erlebt, dass man hier gar keinen Platz findet. Jetzt, weil Sonntag ist, gibt es hier Platz. Aber ansonsten, wie gesagt, hier könntet ihr die Leute aufnehmen und einsteigen lassen. Ne? Direkt hier vom Bahnhof. Wie gesagt, Berliner Platz, direkt neben dem Jobcenter. Hier sehe ich auch gerade noch so einen schwarzen Bus. Das ist übrigens die Zufahrt, auch wenn ihr mit dem Reisebus kommt. Könnt ihr ruhig hier, wenn ihr von der Brücke oben runtergekommen seid, ne, hier diese Busspur benutzen. Bis hier vorne, da wo Taxi steht, ist einspurig geradeaus und dann wird sie
zweispurig auch für den Gegenverkehr. Und ganz hinten hatte ich euch das Schild ja gezeigt. Wir laufen mal ein bisschen näher hin. Dann zeige ich euch das nochmal. Interessant für Reisebusfahrer. Da vorne könnt ihr das Schild sehen. Reisebusse, also nicht geradeaus, da wo die Linienbusse sind. Ne, da ist auch extra ein Zeichen, Linienverkehr frei. Aber eben halt Reisebus, der muss dann hier rechts. Und einmal, hier, das ist das Jobcenter hier. Um den Jobcenter einmal hinten rum. Da, wo ich euch gerade gezeigt hatte, wo ihr Pause machen könnt und die Leute aufnehmen könnt. Das meinte ich mit Gegenverkehr. So sehen wir das jetzt genau richtig. Jetzt haben wir wieder so eine schöne Kombination aus drei Bussen. Das wird ein bisschen eng. Aber der schafft das noch. Jawohl. Ne, da vorne ist einspurig beim Reinfahren. Und zweispurig ab hier, wo die dann rausfahren. Ich zeige euch mal gleich die Straße unten. Guck mal, wie das da schon aussieht. Wenn es hier richtig warm ist, der Asphalt richtig weich ist und die stehen hier mit ihren schweren Tonnen, dann seht ihr die Straße. Wenn die Busse gleich fahren, dann zeige ich euch das nochmal. Schaut mal, ne, wie das hier aussieht. Ne, fast 10, 15 cm eingedrückt. Das ist natürlich nicht so schön. So, jetzt haben wir aber genug gesehen. So Leute, ich verabschiede mich von euch hier aus Hagen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Man sieht sich natürlich in einer anderen Stadt oder auf den anderen Videos wieder. Macht's gut. Bis dann. Euer Mehmet Uy. Ciao Leute.